Hallo zusammen. Es ist Freitagnachmittag, schon früher Abend. Ich bin unterhalb der Kalmit gestartet heute und werde jetzt die knapp 5-6 Kilometer noch bis zum Trekkingplatz Heldenstein wandern. Dort verbringe ich die Nacht und habe dann für morgen eine schöne Tour geplant. Es könnte vielleicht noch ein Gewitter geben nachher. Schauen wir mal. Im Moment ist es ziemlich schwül und drückend, also ja, könnte passen. Wir werden sehen. Da drüben sieht man übrigens den Funkturm der Kalmit. Kalmit ist übrigens, falls ihr es noch nicht wusstet, die höchste Erhebung im Pfälzerwald mit 650 Metern, wenn ich es richtig weiß. Sieht so aus, als würde das Wildeste knapp an uns vorbeiziehen. Gucken wir mal. Ich wage es jetzt einfach mal. Na, das ist doch sehr praktisch. Gerade in dem Moment, als es ein bisschen aufhört, kommt die Unwetterwarnung rein. Schweres Gewitter, Starkregen, Hagel. Schön. Thank you.
glaube, ich weiß jetzt, wer heute Nacht unter meinem Zelt gewuselt hat. Das waren die beiden Kollegen hier. Ja, tut mir leid, aber offensichtlich habe ich mich auf euch breit gemacht. So, ich habe alles zusammengepackt und bin startklar. Der Platz hier oben liegt noch ein bisschen im Nebel. Das ist eine sehr schöne Morgenstimmung. Mutet fast schon etwas herbstlich an, aber davon wollen wir mal lieber noch nicht reden. Ich werde jetzt eine schöne Wanderung unternehmen, hoffe ich. Das Wetter bleibt, das hoffe ich auch, bleibt hoffentlich so. Wir werden sehen, ob vielleicht noch ein Schauer kommt heute. Ich starte mal. Ihr fragt euch vielleicht, warum dieser Platz hier oben Heldenstein heißt. Also der Platz ist nicht benannt nach einem Felsen, wie man vielleicht meinen könnte, ein Heldenstein-Fels, sondern etwas weiter unten auf einem Sattel stehen die sogenannten Heldensteine. Und die Heldensteine sind Denkmäler, die an eine Schlacht oder eine Begebenheit hier oben auf dem sogenannten Steigerkopf erinnern. Und diese Schlacht, die fand, oder eigentlich waren es mehrere Schlachten, die fanden 1794, wenn ich richtig weiß, statt. Und das war die Zeit der Revolutionskriege oder beziehungsweise Koalitionskriege, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zwischen den französischen Revolutionstruppen und einem ersten Bündnis zwischen Preußen, Österreich und verschiedenen kleineren deutschen Fürstentümern. Dieses Bündnis hat damals versucht, in Richtung Osten überschwappende Revolution zu verhindern und wollten eigentlich die Königs- und Fürstenhäuser hier im deutschen Raum sichern. Zu diesem Zweck hatten sich die Preußen hier oben auf dem Steigerkopf verschanzt. Und diese Schanzen, die sind heute noch recht gut zu sehen. An einer kommen wir jetzt gerade hier vorbei. In dieser Schanze sieht man das eigentlich noch ganz schön, die Befestigungsanlagen. Ja, und die Preußen, die sich hier oben verschanzt hatten, die wurden dann doch von französischen Revolutionstruppen überrascht, weil angeblich ein Förster aus Ramberg diese französischen Truppen in der Nacht hier hochgeführt haben soll. Und so kam es zu einer wohl heftigen Schlacht, bei der die Preußen geschlagen wurden und dann wieder in Richtung Osten abgezogen sind und die Franzosen die Stellung hier oben übernommen haben. Ja, und von V war ein preußischer Generalmajor, den es wohl dann heute hier oben bei den Kämpfen erwischt haben muss. Wenn hier ihr oben am Steigerkopf unterwegs seid, lohnt es sich immer mal links und rechts des Weges zu schauen. Dort gibt es viele kleine Steinplatten, also natürliche Felsplatten, auf denen Graffitis vor allem preußischer Soldaten eingeritzt sind. Das ist immer ganz spannend. Offensichtlich hatten die Soldaten hier oben dann doch auch zwischendrin mal recht viel Zeit, als sie auf Angriffe gewartet haben und haben sich halt mit solchen Graffitis vertrieben. Das habe ich euch ja auch schon öfters mal in Filmen gezeigt.
Wenn ihr Interesse habt, dann schreibt mir einfach und ich zeige euch mal auf der Karte, wo ihr diese Steine finden könnt. So etwa ein, zwei Jahre später kamen dann die Österreicher und haben die Franzosen endgültig vom Steigerkopf vertrieben. Und die Franzosen mussten sich dann zurückziehen. Es gab einen Waffenstillstand. Und der Schänzelturm, wie er heißt, hier oben auf dem Steigerkopf, der wurde so knapp 100 Jahre nach dieser Schlacht oder nach den Revolutionskriegen hier oben errichtet. Damals hatte man ja relativ frisch den deutsch-französischen Krieg gewonnen und ja, war auch ein bisschen übermütig durch die Reichsgründung und hat dann zu Ehren der preußischen Soldaten, die gefallen sind, diesen Turm errichtet. Jetzt gleich wieder an der sogenannten Lollos-Ruhe vorbei. Die Lollos-Ruhe ist auch ein ziemlich spezieller Ort. Es ist ja so, dass die Pfalz mal über eine Wittelsbacher Linie mal zu Bayern gehörte und der König Ludwig I. von Bayern, der hatte nicht weit von hier ein sehr, sehr schönes Sommerschloss und eine Sommerresidenz gebaut. Und der Ludwig I., der war ja kein Kostverächter und hatte wohl eine Geliebte, die Lola Montez hieß. Und Lola Montez war eigentlich eine Irin, eine irische Tänzerin. Ich glaube, die nannte sich irgendwie eigentlich Gilbert, so ähnlich, Elizabeth Gilbert. Künstlername Lola Montez. Und angeblich soll König Ludwig I. hier oben an der Lollos-Ruhe das ein oder andere Schäferstündchen mit seiner geliebten Lola verbracht haben. Ob das so stimmt, wer weiß. Daneben stehen hier oben auch noch die fünf Steine. Die fünf Steine sind Grenzsteine der fünf Gemarkungen, die hier oben aufeinandertreffen.
hier sind wir in der sogenannten Suppenschüssel. Woher der Name kommt, keine Ahnung. Spaß beiseite. Oft werden diese Mulden im Stein fälschlicherweise als Gletschermulde bezeichnet. Das ist nämlich Käse. In der Pfalz gab es eigentlich keine Gletscher. Dann werden die oft als keltische Opferschale interpretiert. Das ist natürlich in den allermeisten Fällen wahrscheinlich genauso Käse, weil so viele Opferschalen, wie es damit in der Pfalz geben müsste, zu viele Kelten können es gar nicht gewesen sein. Jetzt werden wir mal dem kleinen Schluder da unten helfen. Gern geschehen. Ich erreiche jetzt gleich die Hellerhütte. An der Hellerhütte hat sich, ich glaube es war in den 70er Jahren, ein oder 60er, 70er Jahren, ein ziemlich krasses Verbrechen ereignet. Und zwar zu der Zeit in der Pfalz die sogenannte Kimmelbande ihr Unwesen getrieben. Der Anführer wurde auch der Capone von der Pfalz genannt. Wir haben jetzt ihr Unwesen getrieben, viele Hütten überfallen, Einbrüche, Überfälle angestellt, haben sich zum Teil im Wald versteckt und sind so vom Ort zu Ort gezogen. Und es war eine Silvesternacht, lag die Bande wohl schon länger auf der Lauer und hat es auf die Hütte abgesehen, wo gerade die Silvesterparty zu Ende ging. Und als der Wirt, Hüttenwirt, nach der Feier vor die Tür getreten ist, hat ihm die Bande wohl aufgelauert und hat ihn erschossen. Ja, der Anführer der Kimmelbande wurde dann irgendwann mal gefasst und ich weiß gar nicht, ich glaube, er ist vor einigen Jahren freigekommen, weiß nicht, ob er noch lebt. Auf jeden Fall ziemlich krasse Geschichte. Diesen Pfad hier bin ich schon sehr oft gelaufen.
allerdings meistens in die entgegengesetzte Richtung. Das ist immer wieder spannend, Wege mal anders herum zu laufen. Schon hat man das Gefühl, in einer völlig anderen Landschaft zu sein. Alles wirkt irgendwie völlig neu und unbekannt. Schön. Das ist hier oberhalb der Heller Hütte überhaupt ein traumhafter Mischwald. Auch die Wege können eigentlich überhaupt nicht schöner sein. Single Trails, weich, grün, ein Traum. Ich hoffe, ihr könnt es dort hinten erkennen. Da im Tal sieht man die Burgruine Wolfsburg. Das ist auch eine sehr spannende Burg, die auf so einem Sporn sitzt im Tal. Ziemlich lang gezogen. Von dort hat man auch eine tolle Aussicht. Und wenn man zwischen diesen beiden Bäumen durchguckt, sieht man dort auch schön das Weinbiet. Auch ein spannender Gipfel im Pfälzerwald. Jetzt fängt es tatsächlich an, ein wenig zu tröpfeln, aber das ist jetzt auch kein Wunder. Es ist schon eine ganze Weile ziemlich dunkel am Himmel. Dann schauen wir mal, was noch kommt. Thank you.
nicht weit von der Kaltenbrunner Hütte gibt es hier in einem Felsen die wohl mittelalterliche Darstellung eines Minnesängers. Das passt auch zu diesem Plateau, das es hier gibt. Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass der Bischof von Speyer in mittelalterlichen Zeiten wohl öfters mal in diesem Tal unterwegs war und dann hier entsprechend zur Belustigung Musik und Minnesänger und weiß Gott was nicht noch alles präsentiert bekommen haben soll. Aber ob das alles so stimmt, wer weiß. So, ich bin fast am Ende meiner Wanderung angekommen. Bin jetzt fast in Neustadt an der Weinstraße. Von dort fahre ich noch ein Stück mit dem Bus zurück an meinen Ausgangspunkt von gestern. Und dann liegt eine wunderschöne Wanderung hinter mir. Mit spannendem Wetter gestern, aber ja, wie das so ist, nach Regen folgt Sonne. Oberhalb von Neustadt an der Weinstraße liegt übrigens das Mausoleum der Familie Freitag. Die Familie Freitag entstammt einer angesehenen Bauunternehmerfamilie. Die gibt es auch noch heute, Weiß und Freitag. In Frankfurt, glaube ich. Und der Herr Freitag war ein Pionier des Stahlbetonbaus in Deutschland. Und ich vermute mal, dass auch dieses kleine Mausoleum aus Beton erbaut wurde tatsächlich. Ja, so wie das ausschaut, ist es Beton. Hier und da ein bisschen gestockt und ja. Das ist tatsächlich auch der Freitagblick.